Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist Abgrundtief. Abgrundtief ist ein Spiel über Misstrauen und geheime Loyalitäten. Das stammt aus der Feder von Tony Fanci, wird für 3 bis 6 Spieler ab 14 Jahren empfohlen und die Spieldauer wird mit satten 2 bis 4 Stunden angegeben. Erschienen ist das Spiel bei Fantasy Flight Games. Ich glaube ja, inzwischen haben wir einen wirklich gut sortierten Spieleschrank. Da fehlen nicht viele Dinge und trotzdem gibt's da ein Spiel, wo ich mich wirklich sehr ärgere, dass das an mir vorbeigegangen ist. Das ist ganz schwer zu bekommen momentan und wenn, ist es wirklich relativ teuer. Allerdings sagen alle, die über dieses Spiel reden, dass das eins der besten Spiele war, was jemals gemacht worden ist. Und die Rede ist natürlich von Battlestar Galactica. Das soll angeblich einen supergeilen Verschwörer-Verräter-Mechanismus gehabt haben. Und wie gesagt, das Spiel ist momentan super schwer zu bekommen. Und dann kommt Abgrundtief auf den Plan. Das ist letztendlich ein ungelabeltes Battlestar Galactica. Und anstelle der Zylonen gibt's jetzt Figuren aus dem Cthulhu-Universum. Das sind beides Dinge, die mir sehr gut gefallen. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, ist das auch ein richtig gutes Spiel? Das sage ich euch im Resümee. Wie es gespielt wird, erkläre ich euch jetzt in der Regelerklärung. Und zu der wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Hey! Wie immer beginnt unsere Regelerklärung natürlich als allererstes mal mit dem Aufbau des Spiels. Ich habe euch hier auf dem Tisch schon mal eine Partie für 4 Personen aufgebaut und wenn ihr jetzt schon den Eindruck habt, dass ihr euch vielleicht für dieses Spiel einen größeren Tisch kaufen solltet, dann liegt ihr gar nicht so falsch. Denn alleine wenn ihr schon diesen riesigen Spielplan in die Mitte des Tisches legt, dann ist der Tisch ja schon relativ voll. Aber genau damit beginnen wir. Das heißt, das Erste, was wir natürlich machen, ist, dass wir den Spielplan auseinanderfalten und den Spielplan hier in die Mitte des Tisches legen. Als Nächstes kümmern wir uns um 2 Fortschrittsleisten, die wir bestücken müssen. Das sind die, die hier oben in der Mitte des Spielplans abgedruckt sind. Das ist zum einen die Leiste, die sich um die Ankunft kümmert, also die sogenannte Fahrtleiste. Und das untere ist die sogenannte Ritualleiste. Die endet dann hier in einer Verbannung. Und auf diese beiden Tracks stellt man auch 2 entsprechende Tokens. Die beiden Tokens werde ich euch jetzt direkt mal von Namen zeigen. Das sind die beiden Tokens, die auf diese Leisten gestellt werden. Das linke Token hier, das gelbe Token, das ist der sogenannte Fahrtmarker. Mit dem halten wir quasi mit, wie lange wir schon unterwegs sind und wie viel Strecke wir schon zurückgelegt haben. Das rechte Token, das ist der Ritualmarker. Immer wenn der sein Ziel erreicht, dann wird eben das Verbannungsritual ausgelöst. Diese beiden Pappblättchen, die werden einfach hier auf so einen Ständer gestellt. Und diese beiden Elemente stellt man dann eben hier auf die entsprechende Leiste auf dem Spielplan. Dann gibt es 4 Ressourcenanzeiger. Das sind diese runden Elemente, die hier oben rechts auf dem Spielplan abgedruckt sind. Die sind tatsächlich auch fest mit dem Spielplan verbunden und die haben hier solche Anzeiger, die man am Anfang des Spiels erstmal ein bisschen zusammenbasteln muss. Das sind Werte insgesamt von 0 bis 10 auf allen diesen 4 Rädern. Und was ihr am Anfang macht, ist, dass ihr jeden dieser Werte hier auf die 8 stellt. Was das für Werte sind und was die bedeuten, das erkläre ich euch später. Wichtig ist nur, dass ihr jede dieser Drehräder hier auf den Wert 8 einstellt am Anfang des Spiels. Dann bildet ihr gleich einen Vorrat. Der Vorrat, das sind so Dinge, die man später im Spiel noch braucht. Die habe ich euch hier auf der linken Seite des Spielplans aufgestellt. Zum einen kommen hier natürlich alle Figuren der tiefen Wesen, die man später vielleicht noch braucht, die werden hier zur Seite gestellt. Dann macht man die Passagiermarker, die zeige ich euch auch später nochmal genauer. Verräterringe gibt es, das sind diese lilanen Dinger hier, die werden auch hier an die Seite gelegt. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Würfel und das sind alles Dinge, die man später im Spiel braucht und deswegen, wie gesagt, bildet irgendwo einen Vorrat, den jeder Spieler gut erreichen kann. Als Nächstes geht es um eine ganze Menge Karten. Das sind die Karten, die hier unten an den Spielplan angelegt werden. Ihr seht, davon gibt es auch eine ganze Menge und zwar sind das die verschiedenen Fertigkeitsstapel. Die werden sortiert nach dem jeweiligen Thema dieser Karten
Also ihr seht hier schon diese schüttelnden Hände als Symbol, die bedeuten Einfluss. Dann haben wir hier ein Buch. Das Buch steht für Wissen. Das Auge steht für Wahrnehmung. Diese geflexten Bizeps hier stehen für Stärke. Dann gibt es hier noch dieses Kopfsymbol, das steht für den Willen. Und hier ganz drüben auf der anderen Seite, etwas getrennt von den anderen Fertigkeitskarten, gibt es hier auch noch so eine Hand mit einem Dolch. Das ist natürlich schon thematisch ganz richtig, denn diese Karten hier drüben, das sind die Karten, die drehen sich um den Verrat. Also diese Karten kommen natürlich erst später ins Spiel, wenn sich eben der Verräter schon als Verräter geoutet hat. Dann darf sich der nämlich hier von diesem Verratsstapel bedienen. Wie gesagt, was ihr macht ist, ihr sortiert diese Karten nach dem jeweiligen Thema. Ich kann euch diese Karten ja auch mal von Namen zeigen. Diese Karten sind auch farbkodiert und ihr seht hier auf den Karten auch zum einen das Logo hier oben links abgedruckt, also diese schüttelnden Hände. Da seht ihr, das ist eben eine Karte, bei der es sich um Einfluss dreht. Das steht hier oben auf der Karte auch nochmal drauf. Und die Karte ist natürlich rot und rot ist auch der Platz, an dem diese Karten ausgelegt werden. Also so habt ihr auch immer einen Hinweis, wo welcher Kartenstapel abgelegt wird. Was ihr aber tut am Anfang ist, dass ihr einfach jeden Stapel mischt und die Karten dann eben hier unten an das Spielbrett anlegt in den entsprechenden Bereich, wo sie auch abgelegt werden sollen. Das nächste, was man macht, das ist der sogenannte Schadensstapel. Der Schadensstapel, der wird hier abgelegt, wo dieses Zahnradsymbol abgedruckt ist. Die Karten zeige ich euch auch mal von Namen. Das ist die Rückseite. Die Schadenskarten schauen alle identisch aus. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben so bestimmte Dinge, die passieren, wenn das Schiff beschädigt wird. Diese Karten mischt ihr eben auch zu einem Stapel zusammen und legt diesen Stapel dann hier an den entsprechenden Platz unten an euer Spielbrett an. Das gleiche passiert mit den Mythoskarten. Mythoskarten, das sind große Karten. Den Stapel habe ich euch hier schon mal hingelegt. Auch den Stapel zeige ich euch mal von Namen. Die Mythoskarten, die haben auf der Rückseite so ein schickes Symbol eures Schiffs und ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Grafik. Und auf der anderen Seite, die zeige ich euch dann später nochmal genau ausführlich, was die denn bedeuten, haben die eben bestimmte Herausforderungen, die wir eben lösen müssen im Laufe unserer Reise. Diesen kompletten Stapel, den mischt ihr einfach ordentlich durch und legt den irgendwo an den Rand des Spielfelds, wo ihr den eben gut erreichen könnt. Der hat jetzt keinen vorgefertigten Platz wie diese kleinen Karten hier. Den legt ihr einfach irgendwo hin, wo ihr den gut erreichen könnt. Als nächstes werden Figuren auf unserem Spielplan platziert. Wäre ja schade, wenn wir so sensationelle Miniaturen im Spiel haben und wir benutzen die nicht. Was ihr macht ist, dass ihr insgesamt mal 6 tiefe Wesen aus dem Vorrat holt. 2 kommen hier auf dieses Wasserfeld, was hier mit 1 bis 4 markiert ist. 2 kommen auf das Wasserfeld, was hier mit 5 bis 8 markiert ist. Und jeweils ein tiefes Wesen kommt dann hier auch noch auf ein Deckfeld, nämlich 1 auf das Deckfeld 1 und 1 auf das Deckfeld 2. Außerdem gibt es ja noch Vater Dagon und Mutter Hydra, die beiden großen Miniaturen. Die sollte ich euch vielleicht auch mal zeigen, weil diese Miniaturen, die sehen natürlich schon mal richtig schick aus. Also das ist quasi Vater Dagon und das hier ist Mutter Hydra. Also das sind wirklich sehr, sehr schicke und sehr detailliert gemachte Miniaturen. Und diese beiden großen Miniaturen, die stellt ihr hier in einen Bereich des Spielplans, der sich die Tiefe nennt. Das steht hier auch auf dem Spielplan. Das bedeutet, die beiden großen Figuren stellt ihr in die Tiefe und die 6 tiefen Wesen stellt ihr auf die Plätze, die ich euch gerade schon beschrieben habe. Außerdem legt ihr noch 2 Passagiermarker aus. Passagiermarker zeige ich euch direkt auch mal von Namen. Diese Passagiermarker, das sind einfache Pappplättchen. Die haben hier eben Passagiere an Bord des Schiffs abgedruckt und auf der Rückseite haben die immer ein Symbol für eine Ressource. Und was ihr jetzt macht ist, dass ihr diese ganzen Passagiermarkerplättchen einfach mal richtig durchmischt und dann legt ihr 1 davon auf das Feld 3, hier drüben auf das Deckfeld und ein Passagiermarker kommt hier auf das Deckfeld Nummer 4. Die restlichen Passagiermarker, die legt ihr einfach in die Auslage zurück. Die brauchen wir dann später im Spiel. Als nächstes wird der Chaosstapel vorbereitet. Der Chaosstapel, den habe ich euch hier oben schon vorbereitet. Das ist dieser kleine Kartenstapel, der hier oben links auf dem Brett liegt. Der wird folgendermaßen vorbereitet. Ihr habt ja jetzt hier insgesamt Karten
aus 5 verschiedenen Themenbereichen. Habe ich euch vorhin schon gesagt. Einfluss, Wissen, Wahrnehmung, Stärke und Wille. Und was ihr jetzt macht, um diesen Chaosstapel vorzubereiten, ist, dass ihr immer die obersten 2 Karten von jedem dieser 5 Stapel nehmt. Aus diesen insgesamt 10 Karten bildet ihr dann einen neuen Stapel und der wird dann richtig gemischt. Und der Stapel, das ist dann quasi der Chaosstapel und den legt ihr hier oben auf das Spielbrett ab. Der Sinn dieses Chaosstapels ist folgender. Später im Spiel werden wir Proben abwickeln müssen. Und um diese Proben abzuwickeln, gibt dann jeder Spieler Karten aus seiner Kartenhand verdeckt zu dieser Probe hinzu. Und zusätzlich werden aber bei jeder Probe noch 2 Karten vom Chaosstapel hinzugegeben. Das heißt, wir können nie wissen, ob Karten, die zu unserer Probe eben nichts Gutes beitragen, ob die jetzt tatsächlich vom Verräter des Spiels kommen oder ob das eben durch zufällig gezogene Karten vom Chaosstapel in diese Probe gekommen sind. Ja? Dafür ist der Chaosstapel gut und den bereitet ihr so vor, wie ich es euch gerade beschrieben habe. Damit haben wir jetzt schon mal den Spielplan fertig aufgebaut. Jetzt kommen aber natürlich noch einige Dinge hinzu, die jeder Spieler für sich bekommt. Jeder Spieler bekommt ja auch noch jede Menge Spielmaterial. Und wie jetzt die einzelnen Spieler an ihr Spielmaterial kommen, das erzähle ich euch jetzt. Als allererstes wird mal zufällig der aktive Spielermarker verteilt. Der aktive Spielermarker, das ist dieses Steuerrad. Das könnt ihr einfach auslosen. Der aktive Spieler, das ist halt einfach der Spieler, der anfängt, also der Startspieler. Und das Schöne an diesem Token hier, was ihr bekommt, wenn ihr denn der aktive Spieler seid, ist, dass ihr mit diesem Token auch nachhalten könnt, wie viele Aktionen ihr denn schon durchgeführt habt in eurer Runde. Erkläre ich euch später noch. Ihr habt in eurem Zug eine gewisse Anzahl von Aktionen und ihr könnt hier, je nachdem, was ihr nach oben zeigt, eben genau vor euch verwalten, ob ihr jetzt noch 3 Aktionen habt oder 2 Aktionen habt oder noch 1 Aktion habt. Also das ist ein richtiges Multifunktionstoken. Die wichtigste Funktion ist aber einfach, dass der aktive Spieler dieses Token bekommt, damit der halt auch weiß, dass er gerade am Zug ist. Der aktive Spieler hat auch schon eine erste Aufgabe. Der aktive Spieler kann sich dann nämlich aus der großen Anzahl von verschiedenen Charakteren, die sich im Spiel befindet, einen Charakter aussuchen, mit dem er dann das Spiel beginnen möchte. Und dann können im Uhrzeigersinn alle anderen auch ihre Spieler, ihre Startspieler aussuchen. Es gibt im Handbuch aber natürlich auch Vorschläge, welche Charaktere man aussuchen sollte. Ich zeige euch das jetzt hier direkt mal, direkt im Handbuch. Hier gibt es je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, eben Vorschläge, welche Charaktere eben gut miteinander harmonieren würden. Wir haben ein Spiel für 4 Spieler aufgebaut. Das heißt, wir verwenden jetzt die Charaktere Arjun Singh, Jian Lafarge, Samira Duale und William Bolek. Das sind genau die Vorschläge für die 4 Charaktere, die man im Spiel zu viert verwenden sollte. Und ihr seht schon hier auf dem Tisch, das sind genau die 4 Charaktere, die ich für uns 4 Spieler jetzt auch ausgesucht habe. Als allererstes, wenn ihr euch für einen Charakter entschieden habt, bekommt ihr natürlich eure Charakterkarte. Ich zeige euch mal meine. Ich habe mich hier eben für den Arjun Singh entschieden. Das ist ein Deckoffizier. Der hat hier auf seinem Feld eine bestimmte Aktion, die er durchführen kann. Hier unten steht eine Aktion, die man durchführen muss, wenn man sich denn mal als Verräter geoutet hat. Und auf der Rückseite gibt es ein bisschen Flavortext. Den könnt ihr euch am Anfang durchlesen, damit ihr auch ein bisschen ein Gefühl bekommt, was ihr denn da für einen Charakter überhaupt spielt. Und ganz wichtig ist auch dieser kleine Bereich hier unten links. Denn hier unten links steht auch, auf welchem Startfeld ihr euren Charakter einsetzt zu Beginn des Spiels und welchen Startgegenstand euer Charakter erhält. Also, mein Charakter beginnt zum Beispiel auf dem Schiffsfeld Brücke und ich bekomme als Startgegenstand einen Revolver. Das sind jetzt mal die wichtigsten Informationen, die ihr hier auf eurer Charakterkarte findet. Das nächste, was ihr bekommt, ist, dass ihr natürlich auch eine Figur bekommt, mit der ihr dann spielt. Ich zeige euch mal meine Spielerfigur. Das ist jetzt relativ einfach, denn hier ist genau das gleiche Bild abgebildet natürlich wie auf meinem Charaktertableau. Wo ihr diese Figur hinstellt, das findet ihr auch auf eurem Charaktertableau, habe ich euch gerade gezeigt. Meine Spielfigur startet zum Beispiel auf der Brücke. Das heißt, das ist dieses Feld hier. Dort stelle ich dann meine Figur hin und da bleibt sie dann auch bis zum Start des Spiels stehen. Zusätzlich dazu bekommt mein Charakter aber auch noch eine individuelle Talentkarte.
Auch die zeige ich euch jetzt mal von nahem. Ihr seht, auch hier ist wieder mein Charakterporträt abgebildet. Und das ist jetzt zum Beispiel ein ganz besonderes Talent, was nur meine Figur hat. Das heißt zum Beispiel Aufopferung. Da steht dann auch noch ein bisschen Text unten drunter, der diese Funktion erklärt. Das ist eben eine ganz besondere Funktion, die nur mein Charakter hat. Und auch so eine Karte bekommt jeder Spieler im Spiel. Nicht vergessen, wir haben bei unseren ersten Partien diese Fähigkeit hier öfter mal übersehen. Aber vergesst nicht, dass ihr eben diese besondere Fähigkeit habt, die euer Charakter von Anfang an noch mit ins Spiel bringt. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt schon am Timecode dieses Videos gesehen, dass das eine sehr aufwendige und eine sehr lange Regelerklärung wird. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn es viele Regeln gibt, gibt es natürlich auch die obligatorische Übersichtskarte. Die Übersichtskarte ist natürlich auch schon relativ klein bedruckt, das seht ihr schon. Also es gibt hier wirklich viel zu tun und viele Regeln zu erklären. Deswegen ist diese Übersichtskarte natürlich auch hier groß und umfangreich bedruckt. Auf der einen Seite findet ihr zum einen die Hinweise, wie eben Spielzüge funktionieren, wie die Regeln sind, wenn ihr mal in der Brick landet. Was das bedeutet, erkläre ich euch später. Was ihr eben tun müsst, wenn ihr enttarnt seid, also wenn ihr euch als Verräter geoutet habt. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch nochmal eine Erklärung, was ihr denn in jedem einzelnen Raum dieses Schiffs erledigen könnt. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Das zeige ich euch später nochmal ausführlicher. Wichtiger ist nur, dass ihr euch eben hier jeder so eine Regelkarte organisiert, damit ihr immer spicken könnt, wenn ihr gerade mal nicht wisst, wie es eben weitergeht. Eine der wichtigen Informationen, die ihr auf eurem Charakterbogen findet, ist, dass ihr einen Startgegenstand bekommt. Mein Arjun Singh bekommt zum Beispiel den Revolver. Der Revolver, das ist hier so ein Gegenstand. Ich zeige euch das mal. Die Gegenstandskarten, die haben auf der Rückseite alle dieses Koffersymbol. Und dieser Gegenstand, der hat eben auch eine bestimmte Aktion oder löst eine bestimmte Aktion aus, wenn ich denn den einsetzen möchte. Ich denke mal, wenn es um ein Spiel geht, was um den Cthulhu-Mythos sich dreht, dann ist natürlich ein Revolver sicher keine schlechte Geschichte, die man als Startgegenstand bekommen kann. Mit den Startgegenständen funktioniert das folgendermaßen. Es gibt einen Stapel natürlich mit Gegenständen. Das ist der Stapel, den ich hier schon ausgelegt habe. Am Anfang des Spiels schaut eben jeder Spieler auf seinen Charakterbogen, welchen Gegenstand er bekommt. Der Gegenstand wird aus dem Stapel herausgesucht. Jeder Spieler legt ihn vor sich in seinen eigenen Spielebereich. Und wenn dann jeder Spieler seinen Startgegenstand hat, dann wird der Stapel mit den Gegenständen gemischt und hier unten am Rand des Spielbretts ausgelegt. Damit haben wir jetzt schon fast alles ausgeteilt, was die Spieler zum Spielen des Spiels brauchen. Es gibt aber natürlich auch noch eine Kartenhand. Das heißt, wir Spieler brauchen natürlich, um das Spiel zu spielen, auch Spielkarten in unserer Hand. Und die Art und Weise, wie wir diese Handkarten jetzt zusammenstellen, die ist auch ziemlich einmalig, zumindest hier in Abgrundtief. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Um zu wissen, welche Handkarten wir bekommen, brauchen wir wieder unser Spielertableau. Wir schauen uns das nochmal von nahem an. Ihr seht ja hier, das ist wieder die Karte von meinem Spieler Arjun Singh. Und jeder Spieler hat hier unterhalb von seinem Porträt eine Zusammenfassung, wie viele Karten von welcher Sorte er in die Hand bekommt. Also, mein Arjun Singh würde zum Beispiel 2 Einflusskarten bekommen, eine Wahrnehmungskarte bekommen und 2 Stärkekarten bekommen. Und diese insgesamt 5 Karten, die würde ich mir jetzt natürlich hier aus diesen Stapeln, aus den entsprechenden Stapeln, mir zusammensortieren. Und genau auf die gleiche Art macht es wirklich jeder Spieler. Also jeder Spieler guckt auf sein Charakterporträt, wie viele und welche Karten er sich denn jetzt von den entsprechenden Stapeln nehmen darf. Wichtig dabei ist aber, dass der aktive Spieler, das wäre ja momentan ich, also ich bin der, der dieses Steuerrad hier vor sich liegen hat, der aktive Spieler bekommt am Anfang des Spiels keine Karten. Also er startet wirklich das Spiel komplett ohne Handkarten. Alle anderen Spieler, die hier im Spiel teilnehmen, die suchen sich ihre 5 Fertigkeitskarten genauso aus, wie ich euch das gerade beschrieben habe. Aber nochmal, das ist ganz wichtig, das haben wir nämlich locker bei unseren ersten 2 Partien vergessen. Der aktive Spieler beginnt das Spiel tatsächlich
ohne Handkarten. So, jetzt hat jeder Spieler auch noch seine Handkarten bekommen, also außer mir, weil ich der Startspieler bin. Ich bekomme keine Handkarten, aber jetzt gibt es noch zwei Kartenstapel, die verteilt werden müssen. Zum einen gibt es den Etappenzielstapel. Den zeige ich euch mal von Namen. Das sind diese kleinen Karten, die hier diese cremefarbige Rückseite haben, wo auch hier dieses Steuerrad abgebildet ist. Diese Karten bekommt der Kapitän. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Kapitän des Spiels? Es gibt hier eine entsprechende Karte. Auch die zeige ich euch natürlich mal von Namen. Da steht auch ein bisschen drauf, was der Kapitän zu leisten hat im Spiel und was die Aufgabe des Kapitäns ist. Aber noch viel wichtiger, auf der Rückseite steht eine Liste, die ist sortiert von 1 bis 10. Wer denn in welcher Reihenfolge der Kapitän des Schiffs wird? Der Ayun Singh, mein Charakter, das ist quasi gleich auf Platz 2. Und deswegen werde ich auch der Kapitän. Das heißt, ich bekomme quasi diese Kapitänskarte und ich bekomme auch den Etappenzielstapel. Und was es jetzt mit diesen beiden Dingen direkt auf sich hat, das erkläre ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. Wichtig ist nur, aktuell bin ich der Kapitän und ich bekomme den Etappenzielstapel und ich bestimme dann quasi auch, was denn passiert, wenn wir eine Etappe unserer Reise absolviert haben. Es gibt genau in der gleichen Art noch einen zweiten Kartenstapel, nämlich den Zauberkartenstapel. Der liegt hier drüben, den zeige ich euch auch mal von Namen. Das sind hier die Karten mit dieser braunen Rückseite und diesen magischen Symbolen hinten drauf. Das sind Karten, die zeigen eben bestimmte Zauber. Das ist auch ein Stapel, der genauso an einen Mitspieler verteilt wird wie Etappenkarten. Und auch dazu gibt es eine große Karte, die zeige ich euch auch von Namen. Und zwar ist derjenige, der diesen Kartenstapel bekommt, der Buchwächter. Auch der Buchwächter hat eine bestimmte Aufgabe, der hat auch bestimmte Aktionen oder eine Aktion, die er hier unten ausführen kann. Und auch auf dem Buchwächter gibt es eben hinten eine Liste, wer denn der Buchwächter wird. Und ihr seht schon, unser William Bolek, den wir jetzt hier im Spiel dabei haben, der steht hier gleich auf Position 1. Und deswegen wird der William Bolek zu Anfang des Spiels der Buchwächter und bekommt die Buchwächterkarte und natürlich diesen Stapel mit den Zauberkarten. Und jetzt sind wir natürlich am Kern des Spiels. Es geht ja in diesem Spiel darum, dass wir eben mit diesem Schiff von Europa nach Amerika reisen. Und es gibt an Bord dieses Schiffs natürlich verschiedene Fraktionen, die verschiedene Ziele haben. Und da kommt dann natürlich auch die Verrätermechanik ins Spiel. Die Verräter zeigen sich in diesem Spiel durch verschiedene Loyalitäten. Und deswegen gibt es in diesem Spiel natürlich auch Karten mit verschiedenen Loyalitäten. Es gibt zum einen natürlich Menschen. Die Aufgabe der Menschen im Spiel ist natürlich, dass sie mit dem Schiff wohlbehalten Amerika erreichen. Das ist diese Loyalitätskarte. Es gibt aber natürlich auch Hybride. Hybride, das sind dann die Spieler, die mit den tiefen Wesen zusammenarbeiten, die natürlich ihr komplettes Ziel darauf ausrichten, dass das Schiff untergeht. Ja, und dass das Schiff eben im Meer versinkt. Um jetzt zu bestimmen, wer quasi welche Loyalität hat, bildet man einen Loyalitätsstapel aus den Karten, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Dieser Loyalitätsstapel, den setzt man aber natürlich am Anfang nach gewissen Regeln zusammen. Also grundsätzlich ist es so, es sind immer doppelt so viele Loyalitätskarten, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Und die Zusammensetzung gestaltet sich folgendermaßen. Also wenn drei Spieler mitspielen, dann gibt es insgesamt 5 Menschen und einen Hybriden. Bei 4 Spielern, so wie wir das hier spielen, gibt es einen Hybriden und 7 Menschen. Wenn 5 Spieler am Spiel teilnehmen, gibt es 8 Menschen und schon 2 Hybride. Und wenn 6 Spieler an der Partie teilnehmen, gibt es 10 Menschen und 2 Hybride. Und was man dann macht, wenn man diesen Loyalitätsstapel richtig zusammengesetzt hat, ist, dass man den dann mal mischt. Und normalerweise in einer normalen Partie macht man das jetzt so, dass man jetzt jedem Spieler am Anfang des Spiels erstmal eine Loyalitätskarte austeilt. Das Handbuch empfiehlt aber, dass man, wenn man seine erste Partie spielt, dass man in der ersten Partie das ein bisschen anders macht, dass man erstmal einen ganz normalen Zug spielt ohne Loyalitätskarte, wobei dann natürlich alle Spieler einfach mal davon ausgehen, dass jeder Spieler ein Mensch ist und quasi ein gutes Ende für das Schiff haben möchte. Und erst nach der ersten Runde bekommt dann jeder Spieler seine erste Loyalitätskarte. Das machen wir jetzt mal nicht, sondern wir machen jetzt das,
wie man in einem normalen Spiel spielen würde. Das bedeutet, ich würde jetzt quasi jedem Spieler hier mal verdeckt eine Loyalitätskarte geben. Und ich würde mir natürlich auch eine nehmen. Und die restlichen 4 Loyalitätskarten, die würden erstmal auf die Seite gelegt werden, denn die braucht man dann erst später im Spiel. Wenn ihr jetzt richtig mitgerechnet habt, dann wisst ihr ja jetzt schon, in diesem Stapel sind 7 Menschen und ein Hybrid. Das heißt, es kann jetzt tatsächlich sein, dass wir in unserer aktuellen Runde, so wie wir es jetzt ausgegeben haben, noch gar keinen Verräter haben. Denn es kann durchaus passieren, und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht klein, dass ich jetzt 4 Menschenkarten ausgegeben habe. Jetzt hat aber jeder eine Loyalitätskarte bekommen. Was man jetzt macht, ist Folgendes. Jeder nimmt sich jetzt seine Loyalitätskarte und auf Kommando schaut sich jetzt jeder 30 Sekunden lang seine Loyalitätskarte an und konzentriert sich auch wirklich nur auf seine eigene Karte. So stellt man dann sicher, dass jeder Spieler in aller Ruhe sich den Text auf seiner Karte durchlesen kann und dass man nicht clevererweise die anderen Spieler beobachten kann und vielleicht aus ihrem Gesicht rauslesen kann, was sie denn jetzt für eine Rolle spielen. Also man guckt sich wirklich eine bestimmte festgelegte Zeit die Karte in Ruhe an und legt sie dann einfach wieder verdeckt vor sich ab. Das ist natürlich ganz wichtig. Diese Karte bekommt nie jemand zu sehen. Also außer natürlich, ihr enttarnt euch irgendwann mal als Verräter. Aber bis dahin ist natürlich der eigentliche Spaß am Spiel der, dass ja eben keiner weiß, wer welche Rolle spielt und wer in diesem Spiel welche Zielsetzung hat. Das ist ja der eigentlich geile Verrätermechanismus aus Abgrundtief. So, und damit sind wir mit dem Aufbau des Spiels fertig. Jetzt weiß jeder, welche Rolle er zu spielen hat. Jetzt haben wir das Spiel vollständig aufgebaut. Hat ja auch lange genug gedauert. Und jetzt kann ich mal beginnen, euch zu erklären, wie denn ein einzelner Zug in diesem Spiel abläuft. Aber bevor wir das machen, werde ich euch noch ein paar Begriffe erklären, die im Spiel auftauchen, die wir jetzt brauchen, damit ihr dann auch versteht, was ihr denn in eurem Zug tatsächlich tun könnt. Der erste wichtige Begriff, den haben wir gerade schon erklärt, das sind die Loyalitäten. Das heißt, in dem Spiel gibt es 3 verschiedene Loyalitäten. Entweder man ist ein Mensch, dann versucht man eben heil am Ziel anzukommen, oder man ist ein Hybrid, dann arbeitet man mit den tiefen Wesen zusammen und versucht, das Schiff untergehen zu lassen. Oder es gibt eine dritte Loyalität, das sind die Kultisten. Die Kultisten haben eine Sonderaufgabe, die ich euch nicht vorstellen werde, sondern da könnt ihr gerne mal einen Blick ins Handbuch werfen. Das ist eben eine ganz besondere Fraktion, die eben noch eine zusätzliche Siegbedingung hat, aber das ist eben auch eine Fraktion, die ihr erst ins Spiel bringt, wenn ihr dann schon ein bisschen fitter seid im Spiel von Abgrund Tief. Als nächstes erkläre ich euch noch ein bisschen was zu den Monstern. Ihr habt ja schon gesehen, es gibt hier Vater Dagon und Mutter Hydra. Das sind die sogenannten Monarchen. Also das sind die 2 Top-Monster. Und die restlichen Monster, das sind dann eben normale Monster in Anführungszeichen. Das sind eben die tiefen Wesen. Nur, dass ihr eben auch mal gehört habt, dass es hier eben einen Unterschied gibt. Es gibt eben die 2 dicken Monster, das sind die Monarchen. Und es gibt die normalen Monster und das sind die tiefen Wesen. Was ich euch noch nicht erklärt habe, sind auch die Ressourcen. Hier oben haben wir ja diese 4 Ressourcenräder, auf denen die Ressourcen nachgehalten werden. Die Ressourcenräder sind folgendes. Also das mit der Lore hier oben links, das steht für Brennstoff. Diese Dose hier rechts, die steht für Nahrung. Hier unten, das ist ein kleines abgebildetes Gehirn, das steht für geistige Gesundheit. Und diese Figuren hier unten, die stehen für die Seelen. Also das ist ein bisschen ein Gradmesser dafür, wie viele Menschen denn überhaupt noch an Bord unseres Schiffes sind. Ja? Also das sind die 4 Ressourcen, die hier rechts oben mitgehalten werden. Die Fertigkeiten habe ich euch schon erklärt. Das sind eben die verschiedenen Kategorien, zu denen es auch Karten gibt. Ich sage euch aber nochmal, was sie bedeuten, weil das brauchen wir später öfter. Es geht hier um Einfluss. Es geht um Wissen, es geht um Wahrnehmung, es geht um Stärke, es geht um Wille. Und wenn ihr euch dann mal als Verräter enttarnt habt, haben wir hier drüben auch noch den Verräterstapel. Aber der kommt ja erst später ins Spiel. Wie ist denn jetzt überhaupt unser Plan hier aufgebaut? Der Plan hier, ihr seht schon, hat natürlich dieses aufgedruckte Schiff. Es gibt insgesamt einen ganz tiefen Meeresbereich. Das ist dieser grün hinterlegte Bereich hier oben. Das ist die sogenannte Tiefe. Als nächstes kommen dann die Wasserfelder. Davon gibt es hier rund um das Schiff eben auf jeder Seite 4 Stück. 1, 2, 3, 4 auf der oberen Seite, 1, 2, 3, 4 auf der unteren Seite. Dann gibt es natürlich noch die Schiffsfelder. Das ist alles, was hier innerhalb dieses Schiffsrahmens quasi abgedruckt ist. Und auch die Schiffsfelder unterscheiden sich nochmal, denn es gibt hier
Deckfelder. Das sind die Felder, die hier außen am Schiff umherlaufen. Und ihr seht schon, die sind auch nummeriert von 1 bis 8. Und es gibt Innenräume. Das sind die Räume, die hier innen abgedruckt sind. Auch die sind nummeriert von 1 bis 8. Und die Innenräume erkennt ihr schon daran, dass die Innenräume alle eben einen Namen haben. Und jeder dieser Innenräume hat auch eine bestimmte Funktion im Spiel. Das zeige ich euch später nochmal genauer. Wichtig ist nur, dass ihr mal die verschiedenen Bereiche des Spielfelds gesehen habt. Also es gibt die Tiefe, es gibt Wasserfelder, es gibt Schiffsfelder und in den Schiffsfeldern eben Deckfelder und Innenräume. Und jetzt sind wir endlich so weit, dass ich euch mal den Spielablauf demonstrieren kann oder erklären kann. Es beginnt immer mit dem aktiven Spieler, dann wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt und es gibt quasi 4 verschiedene Stufen, 4 verschiedene Phasen, die abgewickelt werden, wenn man denn jetzt am Zug ist. Die Nummer 1 ist, es werden Fertigkeiten abgewickelt. Die Nummer 2 ist, es werden Aktionen gespielt. Die Nummer 3 ist, dann wird eine Mythoskarte gezogen und abgewickelt. Und die Nummer 4 ist dann, wenn man zu viele Karten auf der Hand hat, dann muss man eben bis zu einem bestimmten Handkartenlimit seine Karten wieder ablegen. Das sind die 4 Dinge, die man macht. Und die werde ich euch jetzt einzeln und detailliert erklären. Der erste Schritt, den ihr tut, wenn ihr am Zug seid, ist, dass ihr eure Fertigkeitskarten zieht. Ich habe euch ja am Anfang schon gezeigt, ihr müsst dazu halt immer einen Blick werfen auf euren Charakterbogen. Und auf eurem Charakterbogen, das haben wir alles schon angeschaut, seht ihr hier unten ja immer, wie viele und welche Fertigkeitskarten ihr am Anfang eures Zugs ziehen dürft. Das heißt, mein Charakter, Ahyun Singh, würde eben am Anfang seines Zugs 2 Einflusskarten, eine Wahrnehmungskarte und 2 Stärkekarten ziehen dürfen. Wichtig ist aber, es gibt da auch eine Einschränkung. Wenn ihr denn irgendwann mal überwältigt werdet im Spiel, was das bedeutet, erkläre ich euch noch, dann landet ihr in der Krankenstation. Und solange ihr in der Krankenstation seid, dürft ihr in diesem Schritt, wo man eben Fertigkeitskarten nachzieht, nur eine Fertigkeitskarte nachziehen. Und zwar genauer auch nur eine Fertigkeitskarte aus diesem Pool der 5 Fertigkeitskarten, die ihr ziehen dürft. Das heißt, ihr guckt euch an, aus von welchen Stapeln darf ich denn Karten ziehen. Und wenn ihr in der Krankenstation seid, dann nehmt ihr euch eben nur eine Karte von einem dieser Stapel. Ansonsten dürft ihr euch natürlich die komplette Anzahl von Karten ziehen, die ihr ja über eure Charakterkarte definiert bekommt. So, das war jetzt quasi der erste Bereich, das waren die Fertigkeiten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzen des Spiels, nämlich zu den sogenannten Aktionen. Ihr dürft insgesamt 2 Aktionen durchführen. Ihr dürft auch 2-mal dieselbe Aktion durchführen. Und deswegen sage ich ja, wenn ihr euch das nicht merken könnt, dann könnt ihr dieses Steuerrad hier zum Zählen verwenden. Ihr legt das immer mit dem Pfeil von euch weg vor euch aus. Dann seht ihr, ihr habt 2 Aktionen. Sobald ihr eine Aktion erledigt habt, dreht ihr das auf die 1. Und wenn ihr dann seht ihr genau, okay, jetzt habe ich meine 2 Aktionen verbraucht. Aber das ist natürlich nettes Gutzi, aber das macht ihr halt eine Runde lang und dann habt ihr so ein bisschen im Gefühl, wie ihr denn jetzt eure Aktionen verwenden könnt und dann braucht ihr das auch nicht mehr. Wichtig ist nur, in eurem Zug dürft ihr 2 Aktionen durchführen, auch gerne 2-mal dieselbe Aktion. Und was es da eben für Aktionen gibt, das erkläre ich euch jetzt. Die erste Möglichkeit, die ihr habt, ist natürlich, dass ihr euch bewegt. Bewegung ist immer das Gleiche, also Bewegung bedeutet, ihr dürft eure Figur auf ein beliebiges Schiffsfeld bewegen. Ihr dürft also nicht nur ein Feld weiterziehen, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern ihr dürft tatsächlich eure Figur innerhalb eures Zugs auf ein beliebiges anderes Schiffsfeld stellen. Wichtig ist nur, es gibt 2 Felder, die sind davon ausgenommen. Das sind auch diese beiden Felder, die hier auf dem Spielplan mit dieser doppelten Linie umrandet sind. Das eine ist die Krankenstation. Da kommt ihr nur rein, wenn ihr quasi verletzt werdet. Und das andere ist die Brig, das ist quasi die Arrestzelle. Da kommt ihr nur rein, wenn ihr verhaftet werdet. Also das sind die einzigen beiden Räume, die ihr nicht freiwillig besuchen dürft. Ansonsten dürft ihr wirklich jedes einzelne Feld auf dem Schiff besuchen. Kostet eine Aktion und die Aktion heißt bewegen. Die nächste Aktion ist angreifen. Angreifen bedeutet, wenn ihr denn irgendwann im Spiel mal auf dem gleichen Feld seid wie ein tiefes Wesen, dann dürft ihr dieses tiefe Wesen natürlich angreifen. Und der Kampf funktioniert relativ einfach. Wenn ihr das tiefe Wesen angreifen wollt, dann schnappt ihr euch einfach den Würfel aus dem Vorrat. Dann würfelt ihr
Das ist ein schlechtes Würfelergebnis, denn wenn ihr würfelt und ihr würfelt größer oder gleich 4, dann habt ihr jetzt in diesem Fall das tiefe Wesen besiegt und das tiefe Wesen kommt einfach zurück in den Vorrat. Wenn ihr so wie ich was Kleineres würfelt, dann passiert einfach nichts und ihr habt dem tiefen Wesen quasi keinen Schaden gemacht. Also wie gesagt, die Aktion angreifen bedeutet, ihr müsst zum einen auf einem Feld mit einem tiefen Wesen stehen, dann müsst ihr würfeln, mehr als 4, tiefes Wesen besiegt, zurück in den Vorrat, weniger als 4, leider nichts geschafft. Das ist eben die Aktion angreifen. Genauso wie ihr angreifen könnt, könnt ihr aber auch natürlich etwas Gutes tun, wenn ihr denn mit eurer Figur auf dem gleichen Feld wie ein Passagier steht, dann dürft ihr den Passagier retten. Und das ist auch eine Aktion, da müsst ihr nur nicht mal würfeln, sondern wenn ihr auf demselben Feld wie ein Passagier steht, dann sagt ihr, ich rette jetzt diesen Passagier, kostet eine Aktion und dann wird einfach dieses Passagier-Token wieder zurück in den allgemeinen Vorrat gelegt. Wichtig dabei ist nämlich Folgendes, jeder dieser Passagier-Tokens hat auf der Rückseite eine Ressource abgebildet. Und sobald einer dieser Passagiere zum Beispiel von den tiefen Wesen überwältigt wird, wird dieses Token umgedreht und wir verlieren die entsprechende Ressource. Und eine der Bedingungen, wie dieses Spiel quasi für die Menschen scheitern kann, also wie dieses Schiff zum Untergang gezwungen werden kann, ist eben, dass man eine der Ressourcen auf 0 reduziert. Und das bedeutet, wir müssen natürlich als Menschenspieler, die wir ja daran interessiert sind, heil am Ziel anzukommen, natürlich schauen, dass unsere Passagiere auch überleben. Und deswegen ist die Aktion Passagiere retten natürlich ganz wichtig, denn auf diese Art und Weise entfernen wir eben eine Gefahr vom Spielfeld, die uns vielleicht dummerweise irgendwann mal Ressourcen kosten kann. Das nächste, was man tun kann, wenn man denn dran ist, ist, dass man eine Aktionsfähigkeit abhandelt. Ihr habt ja Spielkarten in der Hand, ihr habt aber zum Beispiel hier auch auf eurer Charakterkarte hier oben einen Bereich, der beginnt mit dem Wort Aktion. Und immer wenn ihr im Spiel dieses Wort Aktion auf irgendeiner Karte oder auf irgendeinem Tableau lest, dann ist das eine Aktion, die ihr in eurem Zug ausführen dürft. Also Beispiel, bewege dich auf ein beliebiges Deckfeld, führe danach eine Aktion durch, nur einmal pro Zug. Und das wäre zum Beispiel eine der Aktionen, die ich durchführen dürfte, wenn ich denn eine Aktion ausführen möchte. Darüber hinaus darf ich natürlich auch die Aktion ausführen, die eins dieser Innenraumfelder hier für mich bereithält. Also Beispiel, auf der Brücke darf ich einen Passagier riskieren, um ein Etappenziel oder eine Mythoskarte anzusehen. Was einen Passagier riskieren bedeutet, sage ich euch später. Oder in der Kapelle auf der Ritualleiste zurückfallen, also sprich einen Schritt zurückgehen, oder geistige Gesundheit riskieren, um vorzurücken, erkläre ich euch auch noch, was das bedeutet. Also jeder dieser einzelnen Räume, der hier im Innenraum dieses Schiffes sich befindet, bietet uns eben eine bestimmte Aktion. Wenn ihr mal Fragen habt, was denn diese einzelnen Aktionen hier bedeuten, dann guckt ihr einfach hier auf euren Hilfezettel. Hier auf eurem Hilfezettel habt ihr nochmal eine genaue Auflistung der einzelnen Räume im Spiel und hier wird auch nochmal ausführlicher erklärt, was denn diese einzelnen Räume auch bedeuten. Also wenn ihr irgendwann mal mit der Kurzbeschreibung, die hier auf dem Spielplan aufgedruckt ist, nicht zurechtkommt, dann schaut ihr einfach hier auf diesen Plan und hier bekommt ihr nochmal ganz genau erläutert, was denn die einzelnen Räume bewirken und was ihr denn tun müsst, wenn ihr denn die Raumaktion ausführen möchtet. Es gibt zwei wichtige Einschränkungen, die jetzt diese einzelnen Aktionen, die diese Innenraumfelder für euch bereithalten, noch einschränken. Nummer eins ist, jede dieser Aktionen darf nur einmal pro Runde oder einmal pro Zug durchgeführt werden von einem Spieler. Und die Aktion darf nicht durchgeführt werden, solange sich ein tiefes Wesen im gleichen Raum befindet. Dann steht tatsächlich diese Aktion auch nicht zur Verfügung. Es gibt noch zwei weitere Aktionen, die ich euch noch vorstellen werde. Die eine davon heißt Tauschen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Charakteren in einem Feld steht, dann kann einer von euch die Aktion
Tauschen aktivieren. Die gilt dann aber tatsächlich für euch alle drei. Dann können alle Charaktere, die auf dem Feld stehen, auf dem gleichen Feld stehen, Gegenstände tauschen. Das ist ganz praktisch. Wenn zum Beispiel ein Spieler dringend irgendwas braucht, dann trefft ihr euch einfach auf irgendeinem Feld. Einer der Spieler opfert eine seiner zwei Aktionen für die Tauschen-Aktion. Und dann dürft ihr eben, wie ihr hier versammelt seid, untereinander beliebig viele Gegenstände tauschen. Wichtig tatsächlich, das muss nicht jeder machen, sondern es reicht wirklich, wenn einer der Spieler, die auf einem Feld stehen, dann diese Tauschen-Aktion ausführen. So, und die letzte Aktion, die man tun kann, wenn man denn an der Reihe ist, ist, dass man sich selber als Verräter enttarnt. Ich sage euch das an der Stelle nur mal, dass das eine mögliche Aktion ist. Wie das gemacht wird und was dann zu erledigen ist, das erzähle ich euch später nochmal genauer. Wichtig ist nur, dass eben eine der möglichen Aktionen, die ihr durchführen könnt, die ist, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runterlasst und dann eben euch zu erkennen gebt als Verräter. Das hat bestimmte Vorteile, die ich euch gleich noch erklären werde. Das ist aber auch eine der Aktionen, die man in seinem Zug durchführen kann. Wenn man denn jetzt seine zwei Aktionen durchgeführt hat, dann ist quasi der Aktionsteil seines eigenen Zuges fertig. Am Abschluss des Zuges zieht man dann aber noch eine Mythoskarte. Ich habe euch ja gesagt, diese Mythoskarten, das sind immer die Karten, die so ein bisschen unvorhergesehene Erlebnisse in unsere Reise mitbringen. Und ich werde euch jetzt mal ein paar Mythoskarten zeigen, denn es gibt da verschiedene Arten von Mythoskarten, die verschiedene Dinge von euch verlangen. Und dazu zeige ich euch jetzt mal ein paar. Mythoskarten sehen grundsätzlich mal so aus. Also die Mythoskarten, die haben hier oben schon mal eine Beschreibung, worum geht's denn überhaupt. Also dieser, jetzt passiert quasi die Geschichte des mysteriösen Rettungsboots. Draußen auf dem Meer treibt ein Rettungsboot mit dem Schriftzug der Atlantica. Allem Anschein nach befinden sich nur zwei Personen an Bord. Beide sind tot. Und jetzt steht hier, wer die Entscheidung trifft. Also der Buchwächter entscheidet. Das ist also derjenige, der gerade die Buchwächterkarte hat. In unserem Fall wäre das jetzt zum Beispiel der William Bolek. Und der kann sich jetzt entscheiden. Entweder wir holen die Leichen an Bord, dann wird ein Passagier riskiert, erkläre ich euch gleich. Wirft danach einen Würfel. Bei 4 oder niedriger erscheint je ein tiefes Wesen in der Messe oder im Frachtraum. Oder wir tun nichts und dann verlieren wir eine geistige Gesundheit. Das heißt, wir drehen diesen Regler der geistigen Gesundheit einfach um eins tiefer. Das ist also so eine Möglichkeit, wie ein Mythosereignis abgehandelt wird. Das heißt, es besteht einfach eine Entscheidung und meistens steht hier dann auch dabei, wer diese Entscheidung zu treffen hat. Danach gibt es auch noch eine Monsteraktivierung und bestimmte Fortschrittssymbole. Die erzähle ich euch aber gleich. Jetzt geht es erstmal um diese Entscheidungen, die hier zu treffen sind. Alternativ gibt es auch eine Mythoskarte, die eine Probe von uns verlangt. Hier oben steht dann alles Wichtige, was man zur Probe braucht. Also die Probe, die hat eine Schwierigkeit von 13. Das hier sind die Symbole, die wir brauchen, um diese Probe richtig abzuwickeln. Also das ist zum einen Einfluss und zum anderen Wissen. Was es damit zu tun hat, das erkläre ich euch gleich, wenn es um die Proben geht. Hier steht wieder eine kleine Beschreibung, die dann vorgelesen wird. Und wenn diese Probe abgehandelt wird, dann gibt es eben hier unten verschiedene Ergebnisse. Also wenn die Probe positiv abgehandelt wird, dann wird abgehandelt, was hier unter Erfolg steht. Also wir gewinnen zum Beispiel eine geistige Gesundheit. Wenn die Probe scheitert, aber ich trotzdem mehr als 10 schaffe, dann verliere ich nur eine geistige Gesundheit. Und wenn die Probe komplett in die Hose geht, also ich auch weniger als 10 habe, dann zählt hier unten der Misserfolg und ich verliere 2 geistige Gesundheit. Das ist also eine Mythoskarte, die mit einer Probe abgehandelt wird. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Mischung aus beidem. Also hier diese Eimerkette zum Beispiel, die hat auch eine Probe. Also hier oben, wie gesagt, Schwierigkeit 16. 3 Symbole, die sich positiv auf die Probe auswirken. Und dann entscheidet aber der Kapitän. Also entweder wir machen tatsächlich die Probe und die Probe ist ein Erfolg. Dann passiert das, was hier unter Erfolg steht. Oder die Probe wird ein Misserfolg. Dann passiert das, was hier unter Misserfolg steht. Oder der Kapitän entscheidet, wir lassen die Probe ganz sein und wir machen das, was hier unten steht, nämlich das Wasser nicht abschöpfen, wirf einen Würfel, bei 6 oder niedriger ziehen wir uns eben einen Brennstoff ab. Das ist dann so eine Art hybride Herausforderung, wo jetzt der Captain entscheiden kann, machen wir die Probe
oder machen wir die Probe nicht und dann wird eben das entschieden, was hier unten steht. Außerdem gibt es aber noch Mythoskarten, die sind hier grün hinterlegt. Und grün hinterlegte Mythoskarten, die erfordern einen bestimmten Spieler, der am Spiel teilnimmt. Also diese Karte hier, die müsste jetzt zum Beispiel von der Jeanne Lafarge entschieden werden. Wir haben diesen Charakter im Spiel, das heißt, dieser Charakter würde jetzt auch diese Probe entscheiden. Wenn dieser Charakter nicht am Spiel teilnimmt, dann legt er diese Mythoskarte einfach ab und zieht stattdessen eine neue. Das ist jetzt mal ein kleiner Überblick über das, was die Mythoskarten so von einem verlangen. Was diese einzelnen Symbole hier drauf aber bedeuten und wie zum Beispiel Proben abgewickelt werden, das erzähle ich euch später nochmal detaillierter. Jetzt ist nur einmal wichtig, dass ihr mal wisst, welche Mythoskarten gibt es und was verlangen diese Mythoskarten von uns. Nachdem wir dann auch den Mythos-Schritt abgewickelt haben, gibt es nur noch eine letzte Geschichte, die man macht, wenn man denn jetzt am Zug ist. Und das ist das Ablegen von überzähligen Karten. Ich habe ja eine Anzahl von Handkarten in der Hand und wenn am Ende meines Zuges ich immer noch mehr als 10 Karten in der Hand habe, dann lege ich so lange Karten ab, bis ich eben wieder 10 Karten in der Hand habe. So, jetzt habe ich euch schon mal einen kleinen Überblick darüber gegeben, wie eine Spielrunde funktioniert. Jetzt kümmern wir uns natürlich mal um die ganzen Mechaniken, die da dahinter stehen. Ich habe euch ja schon gesagt, wenn eine Mythoskarte gezogen wird, ich habe euch die ja gerade schon gezeigt, dann gibt es ja manchmal Mythoskarten, die eben eine bestimmte Probe von einem verlangen. Wie zum Beispiel diese verstörenden Träume hier. Ich zeige euch diese Karte nochmal von Namen. Ihr erkennt Mythoskarten, die Proben von euch verlangen immer daran, dass hier oben auf der linken Seite zum einen ein Schwierigkeitsgrad angegeben ist. Das ist die Zahl, die hier oben links steht, also in diesem Fall eine 13. Und hier unten drunter stehen ein paar Symbole. Die Symbole sind ganz wichtig, denn die Symbole, die hier oben links abgebildet sind, die zeigen quasi die hilfreichen Fertigkeiten, die wir für diese Probe brauchen. Jedes Symbol, was hier jetzt nicht abgebildet ist, also zum Beispiel das Auge oder diese geflexten Muskeln hier oder dieses Kopfsymbol, das sind eben Fähigkeiten, die hier sabotierend sich auswirken auf diese Probe. Ihr werdet gleich verstehen, warum das hier mit diesen Symbolen ganz wichtig ist, denn ich erkläre euch jetzt mal, wie man diese Proben denn jetzt abwickelt. Also als allererstes, derjenige, der die Mythoskarte zieht, der liest natürlich erstmal hier ein bisschen diesen Flavortext vor und sagt dann, okay, Damen und Herren, wir haben jetzt eine Probe. Diese Probe hat den Schwierigkeitsgrad 13 und für diese Probe brauchen wir Einfluss und Wissen. Das sind quasi die Fertigkeiten, die sich positiv auf die Probe auswirken, während Wahrnehmung, Stärke und Wille sich negativ auf diese Probe auswirken. Was man jetzt tut, ist Folgendes. Diese Probe bleibt jetzt dann erstmal natürlich offen liegen, damit man eben auch weiß, was passiert. Als allererstes nimmt man jetzt 2 Karten vom Chaos-Stapel. Der Chaos-Stapel, das ist ja quasi dieser Stapel, der hier drüben liegt. Und die obersten 2 Karten dieses Chaos-Stapels, die werden jetzt verdeckt hier zu dieser Probe hinzugefügt. Das ist genau das, wie jetzt eine Probe funktioniert. Das heißt, man nimmt jetzt von seinen Handkarten bestimmte Karten, die man jetzt verdeckt zu dieser Probe hinzufügt. Wenn man jetzt ein Mensch ist, dann versucht man natürlich möglichst Karten zu dieser Probe hinzuzufügen, die dieser Probe hilfreich sind. Also die eben zu diesen 2 Fertigkeiten gehören, die die Probe auch verlangt. Während diejenigen, die das Spiel sabotieren wollen, also jetzt zum Beispiel das hybride Wesen, was jetzt hier vielleicht schon im Spiel ist, das versucht natürlich hier Karten hinzuzufügen, die der Probe schädlich sind. Also die eben zu Fähigkeiten gehören, die die Probe nicht verlangt. Und das würde jetzt eben so funktionieren, dass jetzt eben jeder Spieler eine bestimmte Anzahl von Karten dieser Probe hinzufügt. Man kann sich auch komplett enthalten, also man muss jetzt gar keine Karten zu diesen Proben hinzufügen. Jetzt könnten wir aber direkt mal sagen, okay, der Spieler hier drüben legt jetzt vielleicht mal 2 Karten hier rein, der Spieler legt jetzt eine Karte in dieser Probe, der Spieler rechts von mir legt auch eine Karte in diese Probe. Ich habe jetzt natürlich noch keine Karten, aber angenommen, ich würde jetzt Karten aus meinem eigenen Vorrat nehmen, hätte ich jetzt zum Beispiel natürlich, ich bin ja Mensch, 2 Karten, die der Probe zuträglich sind. Und dann hat jeder Spieler hier seine Karten in diesen Kartenfundus gelegt.
Dann werden die Karten alle zusammensortiert, natürlich erstmal gemischt, damit man nicht weiß, welcher Spieler welche Karten hier zu dieser Probe hinzugefügt hat. Und dann schaut man sich mal die einzelnen Proben an. Also, das ist zum Beispiel schon mal eine Karte, die nicht gut ist für unsere Probe, weil das eben nicht gefordert wird. Das hier ist eine Karte, die ist gut für unsere Probe. Buch ist gut für unsere Probe. Noch ein Buch ist auch gut für unsere Probe. Stärke ist quasi schlecht. Auge ist schlecht. Stärke ist schlecht. Und natürlich auch eine schlechte Karte. So, und jetzt haben wir genau gesehen, es sind offensichtlich ganz, ganz viele Karten hier zugelegt worden, die jetzt aktuell schlecht sind für unsere Probe. Und was man jetzt macht, ist, dass man alle Karten zusammenzählt, die eben positiv sind für unsere Probe. Das wäre jetzt insgesamt ein Wert von 11. Dann zählt man alle Werte von den Karten zusammen, die negativ sind für unsere Probe. Das wäre jetzt ein Wert von 8. Dann zieht man beides voneinander ab. Also wir haben 11 positiv, 8 negativ. Das heißt, die Differenz aus beidem ist eine 3. Und 3 ist jetzt tatsächlich das Ergebnis unserer Probe. Jetzt schauen wir uns mal unsere Vorgabe nochmal an. Wir hätten jetzt eigentlich eine 13 erreichen müssen. Das haben wir natürlich überhaupt nicht erreicht, weil das Ergebnis unserer Probe wäre jetzt eine 3. Das heißt, wir schauen uns jetzt in dieser Tabelle hier unten an, wo unser Erfolg oder unser Misserfolg gewertet wird. Wir haben keinen Erfolg, wir haben nicht mehr als 10. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt tatsächlich noch bleibt, ist der Misserfolg. Das heißt, wir würden jetzt, wenn die Probe so verlaufen wäre wie jetzt, 2 geistige Gesundheit verlieren. Und das würde bedeuten, wir würden jetzt dieses Rädchen hier von der 8 auf die 6 drehen. Und jetzt seht ihr schon, wie generell Proben funktionieren. Die Probe gibt eine gewisse Herausforderung an, einen gewissen Schwierigkeitsgrad und gibt an, welche Fertigkeiten eben jetzt für diese Probe gut sind. Und alle, die nicht genannt sind, sind eben schlecht. Es kommen 2 Karten aus dem Chaos-Deck hinzu, dann gibt jeder Spieler so viele Karten hinzu, wie er eben möchte. Und dann schaut man sich das Ergebnis an. Die guten Karten werden zusammengezählt, die schlechten Karten werden zusammengezählt, dann wird die Differenz gebildet und die Differenz gibt dann tatsächlich das Ergebnis der Probe an. Und dann schaut man auf seine Mythos-Karte, wie eben diese Probe dann tatsächlich ausgegangen ist. Und jetzt seht ihr ja auch schon, wie jetzt zum Beispiel die Verräter in dieses Spiel eingreifen können. Nachdem ja immer verdeckt die Karten hier reingelegt werden, kann natürlich der Verräter immer versuchen oder die Verräter können immer versuchen, durch die Zugabe von schlechten Karten unsere Ergebnisse eben möglichst schlecht ausfallen zu lassen. Wichtig ist aber natürlich, dass ihr auch nicht vergesst, zu jeder Probe kommen ja trotzdem 2 Karten aus dem Chaos-Deck hinzu und das können ja trotzdem immer 2 Karten sein, die nicht zu unserer jetzigen Herausforderung passen. Also nur wenn hier vielleicht 2 Karten liegen, die eben nicht zu unserer aktuellen Probe passen, bedeutet das noch nicht automatisch, dass wir einen Verräter an Bord haben, sondern die 2 Karten können eben auch aus dem Chaos-Deck stammen. So, die Karten, die jetzt zur Probe beigetragen worden sind, die sammelt man dann natürlich wieder ein, sortiert die je nach Sorte in die entsprechenden Ablagestapel unserer Fähigkeitskarten ein und dann ist die Probe quasi erledigt und der entsprechende Effekt wird quasi abgehandelt. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu unseren Mythos-Karten. Wenn wir jetzt die Mythoskarte abgehandelt haben, also diese Probe oder diese Entscheidung hier abgehandelt haben, dann haben wir hier unten noch 2 Symbole, die wir beachten müssen. Das linke Symbol, darum kümmern wir uns jetzt, das sagt uns jetzt nämlich, welche Bösewichte in diesem Zug aktiviert werden. Dieses Symbol hier unten heißt Vater Dagon wird in dieser Runde aktiviert. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Dieses Symbol hier unten, dieses etwas kleinere Symbol, das bedeutet, Mutter Hydra wird in dieser Runde aktiviert. Und dann gibt es noch dieses Symbol mit dem Wesen, mit diesen Kiemen hier. Dieses Symbol bedeutet, die tiefen Wesen werden in dieser Runde aktiviert. Und was diese 3 Aktivierungen jetzt mit sich bringen, das erkläre ich euch jetzt nochmal im Detail. Also Möglichkeit Nummer 1 ist, Mutter Hydra wird aktiviert. Mutter Hydra steht momentan in der Tiefe. Wenn Mutter Hydra in der Tiefe steht, dann stellt man 2 zusätzliche tiefe Wesen in die Tiefe. Das ist die eine Option. Jetzt kann es allerdings sein, dass hier dann insgesamt 4 oder mehr tiefe Wesen in der Tiefe stehen. Dann wird gewürfelt. Jetzt haben wir zum Beispiel eine 4 gewürfelt und was dann passiert ist, dass alle tiefen Wesen
in das jeweilige Bugfeld gezogen werden, was meiner Würfelanzahl entspricht. Also ich hätte zum Beispiel eine 4 gewürfelt. Das heißt, alle tiefen Wesen, die jetzt hier in der Tiefe stehen, würden jetzt hier auf dieses Feld gezogen werden, was hier mit 1 bis 4 markiert ist. Zusätzlich wird natürlich auch noch Mutter Hydra in dieses Feld gezogen. Also wenn hier jetzt 4 oder mehr tiefe Wesen wären, kommen die alle hier vor und Mutter Hydra kommt auch hier nach vorne. Das gleiche gilt auch, wenn Vater Dagon in der Tiefe ist. Vater Dagon ist in der Tiefe. Auch dann werden 2 tiefe Wesen in die Tiefe gestellt und auch dann gilt wieder das gleiche. Wenn hier 4 oder mehr tiefe Wesen stehen, wird gewürfelt und dann kommen alle tiefen Wesen, die hier stehen, inklusive Vater Dagon, in dieses jeweilige Bugfeld, was ich eben erwürfelt habe. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass die beiden großen Monster gar nicht in der Tiefe sind, sondern hier schon auf einem Wasserfeld direkt am Schiff. Wichtig ist natürlich, diese beiden Wesen können niemals das Schiff betreten, das habe ich euch am Anfang gar nicht gesagt, aber wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass eben hier meine beiden Anführer schon auf einem Wasserfeld sind, dann passiert natürlich noch etwas anderes. Also wenn Mutter Hydra aktiviert wird und sie befindet sich auf einem Wasserfeld direkt neben dem Schiff, dann beschädigt Mutter Hydra eins der Innenfelder. Und zwar eins der Innenfelder, was eben am nächsten zu ihr ist. Also in unserem Fall wäre das jetzt hier zum Beispiel der Frachtraum. Das würde jetzt bedeuten, wir würden jetzt hier eine Beschädigungskarte ziehen und würden die hier über den Frachtraum legen. Dann haben wir hier eben eine bestimmte Aktion. Also dieser Raum ist jetzt beschädigt. Die Aktion dieses Raumes darf nicht mehr durchgeführt werden. Und wie man eben diese Beschädigung aufhebt, das steht jetzt auf dieser Beschädigungskarte. So, das ist also quasi das, was die Mutter Hydra macht. Am Ende ihres Zuges wird sie dann noch ein Feld weiter nach vorne bewegt. Das gleiche gilt natürlich auch für den Vater Dagon. Wenn der Vater Dagon aktiviert wird und er steht schon auf einem Wasserfeld und nicht in der Tiefe, dann bringt er 2 tiefe Wesen aus dem Vorrat ins Spiel und wirft die eben auf das Deckfeld, was eben am nächsten zu ihm ist. Hier sind ja auch so Pfeile abgedruckt, das sieht man jetzt kaum mehr, weil das Feld so voll ist. Also das ist dann immer quasi das nächste Feld zum jeweiligen Wasserfeld. Und sollte eben der Vater Dagon auf einem Wasserfeld sein, direkt am Schiff, dann wirft er eben 2 neue tiefe Wesen aus dem Vorrat direkt hier auf das nächstliegende Deckfeld. Und auch dann wird der Vater Dagon quasi ein Feld weiter nach vorne bewegt. Die dritte Möglichkeit, die es gibt, um eben Monster zu aktivieren, ist eben, dass die tiefen Wesen aktiviert werden. Die tiefen Wesen haben eine gewisse Prioritätsreihenfolge, was sie denn tun, wenn sie dran sind. Also, die Möglichkeit Nummer 1 ist, dass ein tiefes Wesen sich auf demselben Feld befindet wie einer unserer Charaktere. Dann würde das tiefe Wesen angreifen. Wenn das tiefe Wesen angreift, würfelt das tiefe Wesen quasi einen Würfel. Und wenn auf diesem Würfel eine 6 oder größer zu sehen wäre, da hatten wir jetzt Glück, dann würde der entsprechende Charakter, den sich das tiefe Wesen ausgesucht hat, direkt in die Krankenstation wandern. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ein tiefes Wesen befindet sich zum Beispiel auf einem Feld mit einem Passagier. Dann würde der Passagier überwältigt werden. Dafür muss das tiefe Wesen auch nicht würfeln, sondern das passiert automatisch. Also wenn das so wäre wie hier, würde man jetzt quasi den Passagiermarker umdrehen. Hier hätten wir Glück. Denn auf der Rückseite dieses Passagiermarkers wäre quasi keine Ressource abgebildet. Wenn aber eine Ressource abgebildet wäre, zum Beispiel wie hier, dann würde dieser Passagier aus dem Spiel kommen und wir würden diese Ressource, die hier abgebildet ist, verlieren. Würde quasi bedeuten, unsere Seelenleiste hier würde um 1 reduziert werden. Also das passiert quasi, wenn ein tiefes Wesen sich auf demselben Feld befindet wie ein Passagier. Die Marker, ich drehe das jetzt mal wieder hier um, die Marker würden aber natürlich direkt aus dem Spiel entfernt werden. Die nächste Möglichkeit, die passiert, wenn eben ein tiefes Wesen nicht auf einem Feld steht, auf dem ein Charakter steht oder nicht auf einem Feld steht, auf dem ein Passagier steht, ist ja, dass ja ein tiefes Wesen möglicherweise schon in einem Innenraum steht. Und wenn das der Fall ist, dann wird dieses Feld beschädigt.
Ja, das gilt aber natürlich nur, wenn das Feld noch nicht beschädigt ist. Beschädigt, haben wir schon mal gesagt, dann gibt es eben hier so eine Karte, die wird gezogen, wird auf das Feld gelegt und dann steht hier auch ein gewisser Text drauf, den man eben befolgen muss. Hier zum Beispiel Strukturschäden, lege diese Karte auf das beschädigte Feld. Jeder Mensch auf diesem Feld wird überwältigt. Überwältigt würde wieder bedeuten, dass dieser Mensch direkt in die Krankenstation versetzt wird. Und als Aktion steht natürlich hier unten auch wieder drauf, wie man die Beschädigung dieses Feldes auch wieder aufheben kann. Also das ist die dritte Möglichkeit, was eben ein tiefes Wesen tun kann. Wenn alle diese drei Dinge nicht zutreffen auf das tiefe Wesen, wenn das tiefe Wesen zum Beispiel hier einfach nur auf einem Deckfeld steht, dann wird das tiefe Wesen bewegt. Und zwar immer entlang der Pfeile, die hier abgebildet sind. Also, wenn das tiefe Wesen zum Beispiel so wie hier noch im Wasser ist, dann wird das tiefe Wesen auf ein Deckfeld bewegt. Wenn das tiefe Wesen auf einem Deckfeld steht, dann wird dieses tiefe Wesen in einen Innenraum bewegt. Und wenn ein tiefes Wesen schon auf einem Innenfeld steht, dann wird das tiefe Wesen auf ein nächstes unbeschädigtes Innenfeld gezogen. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel mal dieses tiefe Wesen hier anschauen, dann hätte das ja aber mehrere Möglichkeiten, wo es hingehen kann, in die Kapelle oder ins Kapitänsquartier. Und immer wenn man eine Auswahl hat, auf welches Feld sich das tiefe Wesen bewegen darf, dann zieht man auf das Feld mit der größeren Zahl. Also in diesem Fall wäre das quasi das Kapitänsquartier. Und dann gibt es natürlich noch eine letzte Möglichkeit, die passieren kann. Angenommen, wir hätten wirklich gut gespielt und es wäre jetzt überhaupt kein tiefes Wesen hier auf Wasserfeldern oder auf Schiffsfeldern. Dann würde man wieder zwei tiefe Wesen aus dem Vorrat holen und in die Tiefe stellen. Wenn dann in der Tiefe vier oder mehr tiefe Wesen sind, würden alle tiefen Wesen wieder ins Spiel kommen. Man würde wieder würfeln und würde die tiefen Wesen auf das entsprechende Bugfeld stellen. Und das Gleiche gilt dann natürlich für Vater Dagon und Mutter Hydra. Wenn die in der Tiefe stehen, kommen die natürlich auch auf eines der Bugfelder, was ich eben mit diesem Würfel bestimmt habe. Und das sind jetzt eben genau die Möglichkeiten, die man hat zur Monsteraktivierung. Vater Dagon, Mutter Hydra oder die tiefen Wesen. Nachdem wir jetzt die Monsteraktivierung komplett durchgesprochen haben, schauen wir uns trotzdem nochmal eine Mythoskarte an. Es gibt hier unten auf der Mythoskarte auf der rechten Seite noch ein zusätzliches Symbol. Und dieses Symbol ist entweder hier dieses Schiff oder es gibt hier das Symbol des Rituals oder es gibt hier so ein Entscheidungssymbol. Und um diese drei Symbole kümmern wir uns jetzt als letztes. Das ist die letzte relevante Information, die sich auf der Mythoskarte befindet. Entweder das Schiff oder das Ritual oder eben diese Entscheidung. Und was diese drei Symbole bedeuten, das erkläre ich euch jetzt. Wenn wir dieses Schiffssymbol haben, ihr habt dieses Schiffssymbol ja schon mal gesehen, denn das ist dieses Schiffssymbol auf unserer Fahrtenleiste, dann bewegen wir uns vorwärts. Also sprich, wir bewegen diesen Schiffsmarker genau um ein Feld weiter. Das bedeutet aber, dass auch das Schiff sich weiter bewegt. Und das bedeutet aber, dass natürlich alle Monster, die hier im Wasser sind, sich automatisch ein Feld weiter in Richtung hinterer Bereich des Schiffes bewegen. Ja? Also jedes Monster, was im Wasser ist, wird quasi ein Feld weiter nach hinten bewegt. Sollte irgendwann mal ein Monster hier schon auf dem letzten Feld stehen und das Schiff bewegt sich weiter, dann würde dieses Monster ja hier quasi vom Spielbrett entfernt werden und das würde wiederum bedeuten, dass das Monster dann einfach zurück in die Tiefe gestellt wird. Und jetzt gibt es aber natürlich immer noch die Möglichkeit, dass man, wenn man diesen Reisemarker, diesen Fortschrittsmarker hier weiter bewegt, irgendwann mal hier auf diesem Ankunftsfeld landet. Und was passiert denn, wenn dieses Schiff auf dem Ankunftsfeld landet? Dann hat man ein sogenanntes Etappenziel erreicht und jetzt tritt der Kapitän in Aktion. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, der Kapitän, der hat ja hier noch diesen Etappenzielstapel. Das sind diese cremefarbigen Karten. Und was der Kapitän jetzt macht, sobald wir an einem Etappenziel angekommen sind, ist, dass er die obersten zwei Karten dieses Etappenzielstapels zieht und sich die mal anschaut. Und die zeige ich euch jetzt. Das sind jetzt die zwei möglichen Etappenziele, die wir erreichen können. Also zum einen auf der linken Seite ruhiges Fahrwasser. Das kostet uns einen Brennstoff und eine Nahrung.
Oder wir haben eine Windstille. Das kostet uns 2 Brennstoffe und 1 Nahrung. Hier oben stehen auch noch Zahlen aufgedruckt. Diese Zahlen sind tatsächlich für das Spiel ganz wichtig. Was es mit diesen Zahlen auf sich hat, das erzähle ich euch gleich. Wichtig ist jetzt nur, dass sich der Kapitän jetzt für eins von beiden entscheidet. Ich würde mich jetzt zum Beispiel als Kapitän für die Windstille entscheiden. Das bedeutet, wir müssten 2 Brennstoffe und 1 Nahrung abziehen und bekommen dafür aber diese Etappenkarte hier oben neben unsere Leiste abgelegt. Aber wir müssen natürlich 2 Brennstoff abziehen, das heißt von 8 auf 6. Und wir müssen 1 Nahrung abziehen, hieße jetzt hier von 8 auf 7. Wichtig ist, dass ich euch noch erkläre, was es mit dieser Zahl hier oben auf sich hat. Wir haben jetzt hier eine Karte ausgelegt, die hat hier oben eine 4 abgedruckt. Und diese 4, das ist quasi die Anzahl der Entfernungseinheiten, die wir zurückgelegt haben. Diese Entfernungseinheiten definieren 2 Dinge. Zum einen ist es so, sobald wir hier insgesamt 6 Entfernungseinheiten zurückgelegt haben, dann gibt es ein sogenanntes Erwachen. Und das Erwachen bedeutet, dass die restlichen 4 Loyalitätskarten ausgeteilt werden. Und das bedeutet natürlich, dass wir ab dem Zeitpunkt sicher wissen, dass auf jeden Fall ein Verräter unter uns ist. Weil, ihr könnt euch erinnern, die Loyalitätskarten, das sind ja 7 Menschen und 1 Hybrid. Und sobald alle Karten verteilt sind, wissen wir auch sicher, wir haben jetzt einen Hybriden mit an Bord. Viel wichtiger ist aber noch, dass wir, sobald wir hier insgesamt Etappenkarten mit Entfernungseinheiten von 12 liegen haben, die werden hier natürlich auch alle nebeneinander ausgelegt, und sobald wir hier insgesamt 12 Einheiten zurückgelegt haben und wir schaffen es noch einmal, diese komplette Leiste entlang zu wandern und auf dem Ankunftsfeld zu landen, dann haben wir tatsächlich unser Ziel erreicht. Das Schiff ist nicht untergegangen und die Menschen haben das Spiel gewonnen. Deswegen sind diese Etappenwerte hier oben natürlich ganz, ganz wichtig, denn wir versuchen hier natürlich möglichst eine 12 zu erreichen, also zumindest als Menschen versuchen wir natürlich eine 12 zu erreichen, weil wir dann unser Ziel erreichen. Und immer wenn wir dann so ein Etappenziel erreicht haben und so eine Etappe ausgelegt haben, wird dieser Marker auch wieder zurück auf das Startfeld gesetzt. Das zweite mögliche Symbol, was wir auf unserer Mythoskarte aber finden, das betrifft jetzt die Ritualleiste. Und diese Ritualleiste, das ist auch so eine Leiste hier, auf der einfach entlang gezogen wird. Also immer wenn wir dieses Ritualsymbol haben, wird eben diese Ritualleiste um 1 weitergezogen. Und irgendwann erreicht ja auch dieser Marker mal dieses Feld hier unten, was der Verbannung entspricht. Und was passiert dann? Dann lösen wir quasi ein Ritual aus, was so quasi so eine Art Explosion, so eine mentale Explosion auf diesem Schiff auslöst. Und was passiert dann? Alle tiefen Wesen, die sich momentan auf Innenfeldern befinden, denen passiert nichts. Und auch alle Spielercharaktere, die sich momentan auf Innenfeldern befinden, denen passiert auch nichts. Vater Dagon und Mutter Hydra werden aber in die Tiefe zurückgeschickt. Alle Passagiere, die sich momentan auf Deckfeldern befinden, werden überwältigt. Das heißt, diese Passagiere hier zum Beispiel, die würden jetzt überwältigt werden, heißt quasi so viel wie, wir würden auf der Seelenleiste einen Punkt verlieren und diese Karte käme direkt aus dem Spiel. Dummerweise ist es aber auch so, dass wenn dieses Ritual gezündet wird und Charaktere stehen auf irgendwelchen Deckfeldern, also auf Außenfeldern auf unserem Schiff, dann werden die auch sofort überwältigt und alle Charaktere, die auf einem Außenfeld stehen, landen dann sofort in der Krankenstation. Das Gute dabei ist aber natürlich, dass auch alle Tiefenwesen, die auf Wasserfeldern oder tatsächlich auch auf Deckfeldern sich befinden, die werden direkt vom Spielplan entfernt. Also die kommen zurück in den Vorrat. Heißt, diese 3 würden jetzt zum Beispiel zurück in den Vorrat gehen. Die beiden stehen auf Innenfeldern, die beiden stehen auf Außenfeldern, die kommen zurück in den Vorrat. Und dieses tiefe Wesen hier, was auf dem Wasserfeld steht, geht auch wieder zurück in den Vorrat. Also das ist natürlich taktisch für die Menschen ganz cool. Die Menschen müssen halt schauen, dass sie zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auf der Innenseite oder in Innenkabinen sich befinden, dass idealerweise auch keine Passagiere auf irgendwelchen Deckfeldern sich befinden, weil uns das sonst Ressourcen kostet. Aber ansonsten kann man eben mit dem Durchführen dieses Rituals halt alle Gegner, die sich um das Schiff herum befinden, einfach mal vom Spielfeld wegzappen.
Natürlich ist es aber auch so, dass auch am Ende, wenn dieses Ritual stattgefunden hat, der Ritualmarker wieder zurück aufs Startfeld zurückgestellt wird und dann beginnt eben diese Ritualleiste wieder von vorne. Die dritte Möglichkeit, die es gibt, mit diesen Symbolen auf den Mythosfeldern habe ich euch gezeigt, das ist so ein Symbol, was eine Entscheidung trifft. Und wenn eine Entscheidung gefällt werden muss, also so ein Doppelpfeil zu sehen ist, dann entscheidet der Kapitän, was passiert. Also dann liegt die Entscheidung wirklich beim Captain. Soll jetzt das Schiff vorrücken? Sollen wir uns unserem Ziel nähern? Oder wollen wir lieber das Ritual anheizen, um eben die Gegner vom Schiff runter zu zeppen? Eine kleine Ergänzung habe ich noch, was das Beschädigen von Räumen betrifft. Wir haben ja hier schon zwei beschädigte Räume, das habe ich euch ja schon gezeigt. Was wäre denn jetzt, wenn man einen Raum beschädigen müsste, der schon beschädigt ist? Also angenommen, in der nächsten Runde hätten wir ja hier ein tiefes Wesen in einer Innenkabine. Das tiefe Wesen würde die Kabine natürlich beschädigen. Jetzt ist diese Kabine ja schon beschädigt. Auch hier gilt dann, dass dann ein Nachbarfeld, ein unbeschädigtes Nachbarfeld beschädigt wird. Und auch hier gilt das Gleiche wie mit der Bewegung. Wenn es eben mehrere Felder zur Auswahl gibt, wird eben das Feld beschädigt, was die höhere Zahl hat. Also dieses tiefe Wesen könnte sich quasi entscheiden zwischen der Kapelle und dem Kapitänsquartier. Es würde sich aber für das Kapitänsquartier entscheiden, weil das eben die höhere Zahl hat. Eine kurze Zusammenfassung auch nochmal, was denn jetzt genau überwältigen bedeutet. Das hatten wir jetzt auch schon öfter im Spiel. Also, wenn ein Spielercharakter überwältigt wird, dann landet der in der Krankenstation. Wenn ein tiefes Wesen überwältigt wird, dann wird es aus dem Spiel genommen und landet im allgemeinen Vorrat. Wenn ein Passagier, also ein Passagierplättchen, überwältigt wird, wird es umgedreht, der entsprechende Vorrat wird verkleinert und das Plättchen kommt aus dem Spiel. Und dann gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit, wenn ein enttarnter Verräter im Spiel ist und er wird überwältigt, dann landet er nicht in der Krankenstation, sondern in der Brick. Und das ist jetzt alles, was ihr noch zum Thema überwältigen wissen müsst. Außerdem gibt es natürlich noch eine Option, die ich euch noch nicht erzählt habe. Und zwar gibt es im Spiel öfter mal die Möglichkeit, einen Passagier zu riskieren. Was bedeutet, einen Passagier zu riskieren? Das bedeutet, dass ihr quasi einen eurer Passagiere auf eines eurer Außenfelder schickt. Dazu wird wieder der Würfel gewürfelt. Wir haben eine 8 gewürfelt und das bedeutet, wir nehmen eins dieser Passagiertokens und legen es dann auf ein Außenfeld, was der entsprechenden Nummer entspricht. Also hier quasi die 8. Und ihr wisst ja, das ist gefährlich, denn immer wenn ich hier so einen Passagier auf einem Außenfeld habe, bedeutet das natürlich auch, dass der eventuell von einem tiefen Wesen überwältigt werden kann, was mich entsprechend vielleicht zusätzliche Ressourcen kosten kann. Damit habe ich euch jetzt schon fast alle Regeln erzählt, bis auf eine. Und das sind natürlich alle Regeln, die sich rund um den Verräter drehen. Wenn ihr mindestens eine Hybrid-Loyalitätskarte in euren Loyalitätskarten habt, dann seid ihr der Verräter. Dann versucht ihr natürlich alles zu boykottieren, wo es nur geht, denn ihr arbeitet ja dann mit den tiefen Wesen zusammen und versucht, das Schiff zum Kentern zu bringen. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr als Hybrid natürlich auch die Partie gewonnen. Das heißt, ihr könnt natürlich im Großteil des Spiels einfach auch heimlich bleiben und einfach das Spiel dadurch boykottieren, dass ihr zum Beispiel immer schlechte Karten mit in die Proben mit reinlegt. Ihr könnt euch aber auch als eine eurer Aktionen als Verräter enttarnen. Und was dann passiert, das erzähle ich euch jetzt. Die erste Aktion ist, dass ihr eine eurer Loyalitätskarten aufdecken müsst als Hybrid, aber eben nur eine. Das Coole ist ja, wenn ihr zu mehreren spielt, dann kann es ja tatsächlich auch sein, dass ihr durch einen dummen Zufall auch eine zweite Loyalitätskarte bekommen habt, die auch eine Hybridkarte ist. Und ihr müsst dann gemeinerweise die verdeckte Hybridkarte, die verdeckte Loyalitätskarte, die ihr habt, noch an einen anderen Spieler weitergeben, der dann vielleicht auch ein Verräter wird, also dessen Rolle sich dann vielleicht ändert. Das ist natürlich eine ganz coole Geschichte, aber eins nach dem anderen. Als allererstes schaut ihr euch mal euren Charakterbogen an und euer Charakterbogen hat hier immer eine Rubrik, da steht drauf, sobald du dich als Verräter enttarnst.
zeige ich euch mal von Namen. Also wenn ich mich als Verräter enttarnen würde, müsste ich, falls du nicht in der Brick bist, wird die Fahrtleiste zurückgesetzt. Also wenn wir hier schon diesen Fahrtzeiger ein bisschen weiter bewegt haben, würde der jetzt quasi wieder zurückgesetzt werden. Das ist das Erste, was immer passiert. Also ihr schaut auf euren Charakterbogen und lest den Spann, der da steht, sobald du dich als Verräter enttarnst. Solltet ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch als Verräter enttarnt, irgendeinen Titel haben, also entweder Kapitän oder Buchwächter, dann müsstet ihr den natürlich sofort abgeben. Dann würdet ihr wieder auf die entsprechende Karte schauen, wer der Nächste in der Hierarchie ist. Und der würde dann die entsprechende Karte und den dazugehörigen Kartenstapel bekommen. Denn wenn ihr enttarnter Verräter seid, dann dürft ihr ab jetzt quasi keinen Titel mehr haben. Außerdem müsstet ihr alle Talentkarten, die ihr habt, aus dem Spiel entfernen. Und es gibt dann auch einen neuen Übersichtsbogen. Das ist der Übersichtsbogen mit den Regeln für enttarnte Verräter. Auch den kann ich euch mal von Namen zeigen. Dann habt ihr nämlich hier neue Regeln, die nur für euch gelten. Bestimmte Dinge, die ihr eben erledigen müsst. Und auf der Rückseite gibt es dann eben noch bestimmte Dinge, wie eben Monster aktiviert werden können. Also das ist quasi die Hilfeseite mit den neuen Regeln, die ins Spiel kommen, wenn eben ein Verräter enttarnt wird. Zusätzlich bekommt euer Spieler dann ja noch den Verräterring. Das ist nämlich ganz cool. Hier gibt es ja diese Ringe und wenn ihr jetzt als Verräter enttarnt werdet, dann wird eben dieser Ring hier über eure Charakterbasis gestülpt, sodass ihr immer euch auch optisch als Verräter auszeichnet, dass eben auch alle anderen Spieler wissen, wo sich der oder die Verräter gerade befinden. Das Coolste aber dabei, wenn ihr jetzt als Verräter spielt und ihr seid eben nicht in der Brick, dann dürft ihr beliebig viele eurer Fertigkeitskarten ablegen und genauso viele Verrat-Fertigkeitskarten ziehen. Dann kommt jetzt eben dieser Stapel mit den Verrat-Fertigkeitskarten ins Spiel und das sind natürlich Karten, die immer negativ sind für jedwede Probe. Und ihr habt hier natürlich auch bestimmte Aktionen, die euch halt in die Hände spielen. Also, dass ihr zum Beispiel öfter mal Passagiere riskieren könnt, was ihr natürlich immer macht. Denn, wie gesagt, sobald einer dieser Ressourcenräder auf Null fällt, gilt das Spiel als gescheitert und die hybriden Spieler haben in dem Moment das Spiel auch gewonnen. Natürlich hat der Verräter auch neue Aktionen, die er durchführen kann. Also zum einen darf er sich zum Beispiel, sobald er in der Brick sitzt, anders befreien, als sich normale Spieler befreien. Normalerweise, wenn man sich aus der Brick befreien möchte, muss man ja da eine Probe durchführen. Die Details dazu stehen alle in eurem Hilfe-Sheet. Aber was ihr machen müsst, ist, dass ihr Handkarten im Wert von mindestens 12 Punkten abwerfen müsst. Dann dürft ihr direkt euch aus der Brick befreien. Dann dürft ihr natürlich auch andere Mitspieler angreifen. Der Angriff funktioniert so, ihr stellt euch auf dasselbe Feld wie der Mitspieler, würfelt und wenn ihr mehr als 6 würfelt, dann habt ihr quasi den Spieler überwältigt und der Spieler kommt in die Krankenstation. Dann dürft ihr natürlich ab dann auch Passagiere überwältigen. Also wenn ihr irgendwo einen Passagier stehen habt, dürft ihr genau wie die tiefen Wesen einen dieser Passagiere überwältigen. Dann verlieren wir natürlich Ressourcen und der Spielermarker kommt wieder aus dem Spiel. Und es gibt natürlich auch weiterhin Aktionsfertigkeiten, die ihr ausführen dürft, wenn ihr denn am Zug seid. Und am Ende des Zugs müsst ihr natürlich auch wieder auf 10 Karten ablegen. Wenn ihr es noch genauer wissen wollt, dann habt ihr ja hier immer eure Spickenkarte. Denn hier stehen natürlich genau die Regeln für enttarnte Verräter drauf. Also man darf zum Beispiel zu jeder Probe nicht mehr als eine Karte beitragen. Du kannst keine Fähigkeiten auf Schiffsfeldern oder auf deinem Charakterbogen verwenden. Du kannst Verratskarten ziehen und verwenden. Du kannst Menschen angreifen. Oder Menschen können die Aktionsfähigkeit deines Feldes nicht verwenden. Also du giltst in diesem Fall eigentlich schon mehr oder weniger als tiefes Wesen. Und auch die Details zum Spielzug stehen hier nochmal auf der Karte. Also das Spiel ändert sich doch deutlich, wenn ihr euch als Verräter enttarnt. Aber dadurch, dass ihr ab dann ja diese Verräterkarten verwenden dürft, macht es natürlich auch unheimlich viel Spaß, sich als Verräter zu outen und dann aktiv oder aktiver gegen die anderen Spieler vorzugehen. Und damit sind wir mit der Regelerklärung auch schon fast am Ende. Die Frage ist jetzt natürlich wie immer,
wie lange wird das Spiel gespielt und wer gewinnt das Spiel. Also es ist natürlich so, je nach Loyalität, die ihr habt, je nachdem, was ihr denn in diesem Spiel spielt, gibt es unterschiedliche Ziele. Also, wenn wir insgesamt Etappenziele mit mehr oder gleich oder mehr als 12 Entfernungseinheiten zurückgelegt haben und der Fahrtmarker erreicht wieder den Punkt Ankunft, dann sind wir sicher im Hafen angekommen und die menschlichen Spieler haben das Spiel gewonnen. Die Hybride gewinnen aber, wenn mindestens eine der Ressourcen, die wir hier oben rechts verwalten, auf Null fällt. Dann haben die Hybride gewonnen. Wenn insgesamt 6 Schadenskarten auf unserem Schiff liegen, auch dann ist das Schiff so sehr beschädigt, dass es einfach untergeht und auch dann haben die hybriden Spieler gewonnen. Und die Möglichkeit Nummer 3, wie die hybriden Spieler gewinnen können, ist, wenn wir tiefe Wesen auf den Spielplan bringen müssen, aber es sind keine tiefen Wesen mehr im Vorrat. Also alle tiefen Wesen sind quasi schon auf dem Spielfeld und wir müssten zusätzliche dazu bringen. Auch dann wird das Schiff einfach von tiefen Wesen überrannt und sinkt. Und auch das ist eine der Siegbedingungen, mit denen dann die hybriden Wesen abgrundtief gewinnen. Achtung, Spoiler-Alarm, Abgrundtief ist ein absolut steinstarkes Spiel. Aber ich fange schon wieder an, mich selber rechts zu überholen. Fangen wir mal an mit dem Spielmaterial. Also das ist ja natürlich, wie üblich von Fantasy Flight, eine riesige Schachtel mit tonnenweise Material, superschönen Miniaturen. Die ganzen Karten, die im Spiel sind, sind auch schön auf diese 20er, 30er Jahre Atmo getrimmt. Das ist alles wirklich toll gemacht. Das haben wir aber tatsächlich auch von Fantasy Flight nicht anders erwartet. Die Spielmechanismen, und jetzt sind wir direkt an dem, was ja so angeblich angelehnt ist an Kampfstern Galactica oder Battlestar Galactica, sind auch ziemlich cool. Also es gibt ein paar Spieler, die sind Menschen, die versuchen, das Schiff zu retten. Und es gibt ein paar Spieler, die sind eben Sympathisanten der tiefen Wesen, die möchten, dass das Schiff untergeht. Und keiner weiß, wem man denn vertrauen kann. Also wir haben ja schon so einige Runden Nemesis gespielt. Und wenn man das richtig spielt mit allen Regeln, dann ist ja da auch so ein Verrätermechanismus dabei. Und den fand ich schon gut. Aber der Mechanismus von Abgrundtief, der toppt das nochmal locker weg. Das ist wirklich spannend. Und man vertraut wirklich niemandem. Ein super geiles Spielgefühl, was da von den Regeln und vom Spiel generiert wird. Ne, und dann sind wir beim Spielspaß. Also was euch ganz klar sein muss, ist, ihr braucht wirklich 2, 3, 4 Stunden. Das ist ein richtiger Klopper. Also idealerweise macht ihr mit euren Kumpels oder Kumpelinen einen Spieleabend aus und sagt, okay, heute Abend spielen wir nur Abgrundtief, weil dieses Spiel lässt definitiv keine anderen Spiele neben sich zu. Aber wenn ihr die Zeit investieren möchtet, dann seid ihr wirklich bei Abgrundtief absolut super aufgehoben. Deswegen gibt's natürlich für Abgrundtief auch eine Empfehlung von Michael Will spielen. Und in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und idealerweise vielleicht sogar die Glocke zu klicken, damit ihr aktiv informiert werdet, wenn es von uns wieder etwas Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer ein schönes Spiel.